Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo! Leute, es hat sich was getan. Ihr kennt ja bestimmt die Mystical Creatures, heißt die Mod, oder? Ja. Genau, die haben sich an neuen Dinos, also nicht sozusagen an neuen Dinos, aber die haben ihre Dinos aufgebessert. Ist der Drangrex? Hat sich nichts getan. Nee, der sieht aus wie immer. Aber ihr warte mal, kennt vielleicht? Ihr noch, ja? Aber ihr kennt ja noch Griffin, oder? Passt mal auf, guckt euch den an. Sieht der nicht geil aus jetzt? Der sah vorher, ich sag mal so, ja, aus. Hat ihr wisst ja, wir sind immer hier stecken geblieben und ja. Der hatte so komische Grafik gehabt. Aber der sieht jetzt echt nice aus. Kann das sein, dass der so ein bisschen... Okay, wir lassen ihn mal. Es kann das sein, dass er so Ähnlichkeiten hat mit dem wirklichen Greif von Ark? Ich glaube, sag mal, hast du es gerade gehört? Hier, hat ja, er vorher die Schritte auch schon gemacht? Ich glaube schon. Warum geht der hier auto? Ach, guck mal, der kann also nicht mehr fliegen, sondern der geht nur noch? Ja, das ist irgendwie zurzeit wohl noch ein Fehler. Ja, aber ich finde, das hat etwas. Ah, lass mich los. So, dann hat die Gary, alles klar, ach, die Base hat sich hier kurz einen Augenblick geändert, denn wir haben Destroy Wild Dinos gemacht. Gary, kannst du mal springen? Ich höre die ganze Zeit deinen Düsen. Nee, das war diesmal bei mir. Alles klar. Es hat sich hier natürlich was geändert. Nee, ihr seht das, weil wir wollten die Spawnpunkte nicht, übernehmen, sozusagen, weil, umso größer die Base ist, umso weniger spawnt. Deswegen, guckt euch jetzt mal die Schnecke an. Schnecken. Also, ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Es ist eine Prime Ashatina. Warum schlägst du sie? Oh, die ist aber echt groß. Warte mal. Lass sie mich mal angucken. Oh, wir haben deine kleine Schwester früher mal gehabt, aber die ist irgendwie verstorben. Ja, es ging halt nicht anders. So, Gary. Und dann machst du dich auf den Weg. Ich gehe auf meinen T-Rex drauf, denn da vorne befindet sich ein Typi, sondern ein Typi einfach. Ein der hat so einen Ring über sich. Wir wissen jetzt nicht, was genau das für einer ist, aber ich denke mal, mit unserem T-Rex hier und mit dem Giga sollten wir es locker schaffen. Wuhu! Bewegt euch, meine Kinder. Ja, es gibt noch was zu sagen. Ihr seht ja diesen Alien da. Wir sind dann überlegen, die Mod doch auszuknallen, weil es ist zu viel. Es spawnt zu viel hier. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier rauskommen. Und ja, deswegen nehmen wir sie erstmal raus, bis sie halt richtig entwickelt ist. Dann nehmen wir sie wieder mit rein natürlich. So, Gary, komm. Das dauert halt ein bisschen, bis Tor wieder auf, zu und so weiter. Weißt du, you know? Jo. Die Gary hat's geschafft. Ihr hört die Musik schon. Also, ich habe gerade meinen T-Rex ein bisschen gelevelt. Die 17 Punkte werde ich später machen, weil ich weiß nicht, ob ich sie auf Movement Speed noch setzen möchte oder eher auf Melee Damage. Deswegen halt. Muss ich erstmal schauen, wo ich die letzten Punkte hinsetze. Weil ich denke mal, der ist bald schon ausgelevelt. Ach, da jagen wieder welche. Die spielen fang. Glaubst du, wir besiegen ihn? Ja, locker, easy, ne? Müssen wir hinkriegen. Komm, hinterher. Hi, Tech 3P. Oh, der hat aber genug Energie. Und wieder ruft er her. Alles kleine Menschen. Oh Gott. Mich aber auch. Mich auch. Ah, ich hab. Oh, er ist geschafft. Neutral, noch weiter. Haut drauf, Leute. Ich bin gar nicht mehr auf dem Dino drauf. Ich hab gar kein Dings mehr. Scheiße, oh, meine Rüstung ist gemarscht. Ich hab gedacht, ich kann noch... Meine Rüstung ist auch komplett gemarscht. Digga, du willst dich mit mir anlegen? Komm her, ich hab eine Knarre. Wo hast du hin? Der hilft mir. Hat er mir geholfen? Du da ganz hinten. Ah, danke. Jackie? Jackie. Ach so, ich wollte gerade sagen, Jackie? Wer ist Jackie? Oh, hier ist irgendwo noch einer. Danke, Jackie. Ja, hier, er greift Shadow Khan an. Oh Gott, ich muss rauf. Boah, der hat gerade ein Alu oder so hergerufen. Ich weiß gerade nicht, was das war. Ich hab mich drauf gehalten. So, Shadow Khan, was hast du eingesammelt? Wir haben die richtigen Tech-Engramme freigestellt bekommen. Wie? Wir haben richtigen Tech-Engramme. Echt jetzt? Ja. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Haben wir das dank diesen Dings jetzt frei. Ach, danke, gib mal her. Ja, die ersten Tech-Sachen haben wir wirklich. Ja, geil. Leute, wir haben die Tech-Sachen frei. Ah! Foundation und so. Ah, Gary, Hilfe! Hilf mir! Ich kam nicht auf den T-Rex drauf. Oh, scheiße. Das war knapp. Shao Kahn brennt. Ach ja, bei Shao Kahn, ich dachte, soll ich ihn Rahul nennen? Weil jeder weiß, in den meisten Filmen heißt er Rahul. Aber ich denke mal, ich lasse einfach Shao Kahn. Da hinten ist er eine Drache. Aber wir machen jetzt so, da wir Destroy World Dinos haben, gehen wir mal zum freien Feld. Ja. Irgendwas wird da sein. Dazwischen gehen. Nee, nicht dazwischen. Lass,
Alles klar. Weißt du noch, vorher war der Alpha Gigantopithecus die Hölle vor uns. Und jetzt auf einmal machen wir jeden fertig. So, auf geht's. Kommt, Leute, ihr müsst hier ist ein Xenowarrior. Tut mir leid, aber ihr nehmt die Überhand. Deswegen, wir müssen kurz mal ein bisschen sauber machen. Hä? Was ist das denn da? Das da drüben? Was ist das? Was ist das? Nein, das da war. Hä? Ich bin einfach hungrig. Ist das ein brennender Hirsch? Es ist. Was? Es ist eine Myth Flame Rose. Oh, eine What the fuck? Rose. Leute, wir haben den brennenden Bambi gefunden. 2520 Level. Wie geil ist das denn? Glaubst du, der greift an? Ich denke, oder er rennt weg. Ey, warum glitsch ich die ganze Zeit durch den T-Rex durch? Warte mal. Du gehst nicht nahe hin. Du bist sofort im Rage-Mode. Alter. Und der hat Eisfüße. Ich glaube, ihm wird so sonst nicht zu warm, weißt du? Boah, schickes Mädel. Richtig geil. Ich will mal kurz mal was ausprobieren. Also, du bleibst kurz da. Weil du kannst in Rage-Mode gehen, weißt du, you know? Nee, ich geh einfach neben ihn. Nee, der tut nichts. Dann mit Pfeile auf ihn. Hey, glaubst du, ich kann ihn passiv zähmen? Kannst du ja ausprobieren. Ich versuch's mal. Wie geil das ist, man kann vom Giga so, aus warte. Schon schießen, ey. Ja, den kann man zähmen. Wir was müssen denn? Nur hinten was in unseren letzten Slot reintun. Ja, richtig Und geil. Und dann gehört er uns. Ja, geil. Hä? Ist hier noch mehr? Oh. Siehst du das ganze Öl hier? Ja, es ist hier so dunkel. Ja, stimmt. Irgendwie sieht's... Hier. Irgendwie gab's ein Update in Ark. Das ist Öl. Hä? Das ist Öl. Oder ist hier irgendein Dino, was Öl jetzt hier macht? Guck mal, Ach, Öl. Gary, wir hatten ja eigentlich vor, das mit den Aalen, oder? Ja. Also eigentlich. Wo bist du denn hin? Hier, ich fliege. Ich muss abspringen. Darfst du nicht zu viel Schaden erleiden? T-Rex. Ich bin hier hinten irgendwo. Ich bin hier hingeflogen. So, was haben wir hier? Du musst aus. Oh Gott, nein. Er hat so viel Energie, aber kriegt noch dermaßen Schaden ab. So, ich sehe gar nichts mehr. Jo, wir sind draußen. Gary, kommst du? Wo bist du denn? Linke Seite runtergegangen irgendwie. Also, ich sag mal, geflogen. Wo ist ein Giga? Bei mir hier, normaler Giga. Oh! Da ist was. Da ist irgendwas Gelbes gewesen, Gary. Ich komme. Irgendwas Gelbes. Warte, ich will den Giga. Was für ein Giga ist das? Ich hab den Tech-Giga-Bionic-Kostüm freigeschaltet. Hä, wie? Weil ich den Giga hier getötet hab. Du hast ihn getötet? Das war ein normaler Giga. Warum hast du ihn getötet? Weil der mich angegriffen hat. Aber dann hätten wir den Skin auf ihn aufziehen können. You know what I mean? Ach, Tech-Pferd. Hallo. Komm mal kurz. Wir töten kurz diesen Tech-Pferd und dann gucken wir, was das Techige da hinten war. Oh. Du bist ja einer. Sind wir echt so stark? Jein. Für die ja, aber für den Rest nein. Ja, aber das ist echt krass. Aber jetzt komm mal mit. Irgendwas Gelbes war da vorne. Ich weiß aber nicht, was. Es war etwas Längliches. Ach, ist das eine Alpha-Motte? Oh, guck dir mal die Motte an, wie groß sie ist. Ist das eine Alpha-Motte? Wow. Warte, ich schau mal ganz kurz. Das ist etwas. Das ist eine Alpha-Motte. Gary, die Haare wackeln bei der. Wie schön. Ich hab sie down gemacht. Nein! Sie fliegt weg. Warum? Oh Gott. Nein, ich bin drinne. Oh Gott, jetzt verdurst ich. Oder wo fliegt der? Ja, ein Drache. Motte? Eigentlich solltest du mit einem so ein Teil down gehen. Ja, komm mal zurück. Komm mal her, Baby. Oh, mein T-Rex ist sogar lahmarschig. Wie geil ist das denn? So, hol die Motte. Oh Gott. Was ist das denn? Warte, es ist ein Sakko. Holy shit. Oh, geil, Leute. Ich wette, der ist aggressiv. Aber irgendwie will ich auch die Motte haben. Kannst du mal kurz aufpassen und mir sagen, ob... Nein! Auf was fraß denn jetzt nochmal die Motte? Ich weiß nicht, Bären? Ich weiß es nicht mehr. Ich mach mal kurz den Tech-Typ hier tot. Tech-Typ? Ja, hier war ein normaler Tech-Typ. Trax-Typ. So. Ja, Trax-Typ, genau. Tech-Typ, ich sag immer Tech-Typ. Lass es die mal kurz killen. Weil ich glaube, die könnten uns kurz einen Strich durch die Rechnung machen. So, jetzt müssten alle weg sein. Ich will ganz kurz die Motte haben. Motte, oh, glaubst du, der kommt zu nah? Okay, okay. So, Motte, komm mal her. Wartest du? Also, schaffst du das? Da ist noch ein Trax-Typ, Mensch.
So, wo? Da, hier geradeaus. Jetzt fange ich auch schon damit an mit Traps. Ja, komm. Motte? Hierher bitte. Ich will dich mal begutachten. Na! Mist! Es hat nicht funktioniert. Oh, Gary, du musst aufpassen. Du musst meine Bodyguard sein. Ich will kurz die Motte haben. Sie geht runter. Oh, das Krokodil, wie gefährlich das aussieht. Oh nein! Motte, nicht in der Nähe. Es kommt. Es legt sich hin. Es hat sich hingelegt. Ich wollte gerade sagen, was geht denn hier hinter mir? No! Oh, Shao Kahn! Pass auf! Das ist gefährlicher Dino, der Lippo, ganz gefährlich. Ja! Lass uns kurz mal hin zum, zum Sarko. Ich glaube, der ist nett. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Guckt euch das Scheiße. Mal an! Boah! Der ist heftig! Warte mal! Ist da die Motte down? Nee, sie krabbelt da. Du kriegst jetzt noch einen Schlag ab. Tut mir wirklich leid. Geh down. Ui. What the fuck? Boah, geil. Oh mein Gott. Gary, ich geh mal kurz. Was war das? Oh, okay. Komm her. Ich bin da. Hör mal. T-Rex, ruhig. Oha. Ruhig, T-Rex. Oh mein Gott, ich will mal kurz nah hin. Ich will es mal betrachten. Oh, shit, Leute. Guckt euch das mal an. Okay, T-Rex bleibt da. Super. Nein! Ich weiß nicht, was macht er? Er hat sich nur gedreht. Oh, geil. Kleiner. Alter, der ist riesig. Du meinst riese. Oh mein Gott. Der Level 1200. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das mal an, wie riesig der ist. Und er tut noch nicht mal was. Er hat 0 Topo, den kann man nicht zählen. Null? Warte, Topo. Vielleicht kann ich ihm was geben. Ich sehe sein Inneres. Ich sehe sein Blut. Gary! Oh, wie geil ist das denn? Warte mal. Darf ich dir kurz was zeigen? Ja. Guck mal, wenn du hier stehst, ne? Ja. Guck mal zu dem Baum da, ist was Rotes drin, in dem Baum da. Wo ist was Rotes drin? Da in dem Baum. Da ist nichts. Da ist ein Eternidodo drin, doch. Hier? Setz dich mal auf den Giga und guck da mal direkt dahin. Nee, ist nichts, ist nichts. So, ich setz mich mal auf den Giga. Wie Level 720 hat er? Wo denn? Jetzt ist der Baum kaputt. Ah, da ist er! Ja, geil. Er hat sich versteckt. Er hatte so dermaßen Angst vor den Sarko gehabt, dass er abgehauen ist. Wir wachsen auf Bäume. Ich gebe ihm jetzt was zu essen. Ich glaube, der isst diese Mythbälle. Kannst du das nicht sehen? Ja. Wow, Alter. Oh, das ist der... Was ist es? Ich habe gerade seinen Namen gesehen. Es ist der Sarko Emperor. Geil. Wir brauchen die Mythbälle. Aber weißt du, was ich jetzt kurz mache? Hä? Kannst du mal ganz kurz den T-Rex mitnehmen und dann ab ins Wasser? Da ist ein Wolfi. Was für ein Wolfi? Tech-Wolf. Da haben wir doch. Hier ist einer. Ja, kannst ruhig töten. So, du bleibst kurz da, ja? Ich will ihn jetzt von hier oben abknallen. Geh mit ihm ins Wasser. Der? Machst du? Warte. Der ist so schneller wie ich im Wasser. Nein! Wir haben... Oh Gott, warte mal. Ich... Alter, der Sarko ist so groß. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, weil ich habe keine Tech-Rüstung an. Bist du im Wasser? Ja. Okay, ich muss ganz kurz in Sicherheit. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was der kann. Ich hab ihn abgeknallt. Oh, er tut laufen. Hi. Hey, hierher. Komm her. Oh. Er hat abgelassen. Schade, ich hab gedacht, ich sehe eine Attacke von ihm. Komm, ich will dich sehen, Kleiner. Ich will dich sehen. Oh, wartet mal. Was? Keine Sorge, ich beschütze euch. So, bang! Es geht nicht. Ich treffe ihn nicht. Er will abhauen. Er hat Angst vor mir. Nee, hat er nicht. Ah! Oh. Was? Hat er mit dem Schwanz zugeschlagen oder nee, was hat er gemacht? Er beißt so schnell, den kriegst du nicht mal von deiner Leiche weg. Hä, aber der war voll weit weg. Der war richtig weit weg. Ist egal, ich komm zu dir. So, Gary, kommst du her? Weil wir schaffen den Ding ja nicht und deswegen... Also, geht am besten gar nicht... Ach ja, ihr habt ja gerade gesehen, wir mussten ja die ganzen Sachen wieder neu erlernen. Ist das nicht geil? Habt ihr auch das Problem, dass ihr die ganze Zeit die Sachen neu erlernen müsst? Ich finde, das ist echt mies. Das ist richtig mies. Ja, es stört halt so ein bisschen, ne? So, kannst du dein Dings auf passiv stellen? Ja, ich guck gerade. Die Motte hat zwar Level 40, aber... Shahrukh! Stehen bleiben.
So. Welches Level hat sie? Level 40 nur. Aber sie hat mal sehen. Ich schau mal ganz kurz. Ich habe noch nie so eine geile Mutter gesehen. 57.000 Energie. Das ist von Extinction Core, aber die ist echt stark. So, ich hänge mich mal ran, ja? Falls sie abhauen möchte. Ach ja, könnte ich ja auch machen. So, häng mich ran, genau. So, kurz ein bisschen ablassen, damit wir halt so ein bisschen... Ich gehe aber von vorne, weil die wird von hinten Dings wegstoßen. So, also du weißt ganz genau, was er vorhat. Und auf den Kopf ziehen. 1, 2, 3. Holy shit, war das ein... oh, was? Hä? Nein! Was war das denn? Mottchen! Wir haben ja sofort abgelassen. Los, sie ist wieder runter, sie ist wieder runter. Oh Gott, sie kriecht. Ich weiß schon, ich fühle schon ihren Schmerz. Hä, ist sie... Oh Gott, sie war nicht tot. Also sie war nicht down. Ich habe gedacht, das wäre ein Fehler gewesen, wäre ein Bug gewesen oder sowas. Nein, Mottchen. Sie fliegt so weit weg. Hinterher. Hinterher, T-Rex. Los, Shahrukh. Wir müssen hinterher. Die Motte darf nicht sterben. Komm. Und loslassen. Und wieder. Hey, komm, komm. Ah. Ich fliege zu weit weg, Gary. Los, hinterher. Tritt aber nicht auf sie drauf. Beiß nicht. Mach nichts. Am Deswegen besten kriech. Ich glaube, hier vor mir ist sie. Sicher? Ich glaube, hier war irgendwas Rotes. Ich sehe bis jetzt nichts Rotes. Hier sind zu viele Bäume. Oh, hier, Gary, ich habe da oben einen Manti. Da ist ein Manti. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Er kämpft gerade gegen eine Pro... Wir müssen die Motte beschützen. Ach, Leute, wo ich jetzt gerade diesen schwarzen Direwolf sehe. Den Tech-Direwolf. Unser Router ist irgendwie verschwunden. Es kann sein, dass sie ihn ein bisschen verändert haben und dass er deswegen verschwunden ist. Aber wir wissen es nicht genau. So, Gary, die Motte. Die Motte. Was ist das hier unter mir? Morella-Tops? Ich hab hier was. Hier. Hast du sie? Ja, irgendwas Rotes war da. Ich hab sie... Hier ist sie, hier ist sie. Hier unten bei mir. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Warte, noch nicht drauf. Ah! Ist mir... Sie liegt! Ja, sie liegt! Jetzt ist die Frage, was ist sie? Ich glaube daran. Vielleicht isst sie mein Fleisch. Sie ist ja immerhin ein Alpha. Ja, immerhin, immerhin, deswegen. Ja, wir machen kurz mal einen Zedder, weil... Hä? Iss! Komm, ist egal. Du brauchst jetzt nicht jetzt zu tun, als ob du eine Vegetarierin bist hier. Der Sakko ist hier in der Nähe. Oh, wir sehen ihn schwimmen. Was? Da, er schwimmt. Oh. Okay, er ist stehen geblieben. Jetzt hat er wieder aufgehört. Alter, wie geil ist das denn? So, jetzt müssen wir kurz herausfinden, was sie ist. Ja. Oh, nice. Ach, wir brauchen auch nur gucken, was für ein Kibble sie ist. Stimmt. Wir brauchen Kibble. Wir müssen gucken nach, wir schauen halt immer mit dem Handy ganz schnell, so was für ein Kibbel sie braucht, denn wir wissen das nicht halt alles aus dem Kopf. Das kann man doch gar nicht wissen. Deswegen, wir schauen mal ganz kurz, Leute. So, Leute, die Gary schwimmt jetzt erstmal nach Haus. Sie muss sich kurz teleportieren, das geht am schnellsten. Ne? Und schaut kurz, ob wir jetzt Thorny Dragon Kibbel herstellen können. Boah, gut, dass du es gesagt hast. Steht sie fast auf, oder wie? Boah, Leute, die Gary hat gerade gesagt, guck mal auf ihr Topo. Ihr Topo ist fast runter. So, du musst dich aber jetzt dann beeilen. Ja, ich bin jetzt wieder in der Höhle, ich bin jetzt unterwegs. Ja, los. Zack, 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 zack. Hier. Ich Alter, komme. Wie das aussah. Der Sakko ist gerade hinter dir aufgetaucht. Echt? Sollst aber denkst du, dö. Vielleicht, da ist er wieder. Ja. Den siehst du echt von weit. Los. Mottchen, hier bitte. Zack, 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 bitte ist es. Hast du reingetan? Ja. Ach, hör auf. Warum isst du es nicht? Dann brauchen wir bestimmt dieses Alpha-Dings von den Hörnern. Das mal rein. Hast du Bären oder sowas? Nee. Ich tue jetzt irgendwas rein. Ich will es ausprobieren. Oh, müssen wir jetzt echt Alpha-Meat herstellen? Und wir... Ja, los! Bären! Los, sammel! Jo. Schnell, Major Berries, alles rein. Oh, komm, knall alles rein. Ding, ich friss Bären? Oh Gott, ja! Oh Gott, ey, die einfachste Lösung. Hier ist alles voller Bären. Oh Gott, sie steht gleich auf. Boah, das war knapp, Gary, das war knapp. Die hatte nur noch 8.000 von 14.000. So, ich achte jetzt kurz mal auf frisst, dein... Friss, Mottchen, friss. Oh, friss bloß. Eieiei, hast du ihr Topo gesehen? Ja. Die wäre sofort aufgestanden. Sammel du mal kurz, ich achte kurz darauf. Knall die roten rein. Amaberries, nee, Tintoberries. Tintoberries, genau. Komm, 93, brauchst nicht mehr. 96 und... Friss. Komm, Mottchen, komm. Yes! Yeah! Oh, Motti! Oh, Hammer! Alter, wie Monster. Geil! Und siehst du das?
Mothra, genau, nennen sie so. Ah, es ist ein Männchen. Batra. Batra. Ja, keine Ahnung. Alter, wie geil. Ja, okay, es passt. Sie sieht dunkel aus. Oh, ich liebe das, wenn sich so die Haare bewegen. Also, es, von der Grafik her sieht es ja so naja aus, ne? Aber man geht ja nicht immer so hin. Oh, wie sieht's denn aus? Okay, ich bin im Inneren. Alles klar, da sind die Augen. Oh, wie geil das aussieht. So, aber ich finde, das sieht so geil aus, weil es sieht so richtig dynamisch aus. Es lebt. Das Lebewesen lebt. Es sieht halt nicht so wie hier aus. Seht ihr das? Ist das so richtig geschrieben? Warte mal, ich guck mal kurz. Batra. Es könnte sein, es könnte sein. So, jetzt brauchen wir aber eine Sattel. Zeig mal, was du kannst, Kleiner. Batra, zeige mal. Oh, sie ist schnell. Sie ist auf jeden Fall schnell. Respekt. Zeig mal deine Sets kurz. Ha, warte, bleib mal stehen. Batra. Hast du Fiber oder so dabei? Fiber und Chitin? Warte mal, Moment mal. Fiber und Chitin? Ich könnte einen normalen Sattel machen. Ich weiß aber nicht, ob der drauf passt. Nee, normal passt nicht. Normal passt, glaube ich, nicht. So, es hat 57.000 Energie. Geil, es ging sogar runter. Ist das nicht geil? Sobald wir ihn zähmen, ist es runtergegangen. Melee Damage, naja. Aber es ist ganz geil. Es ist ganz geil. So, Leute, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von einer weiteren Folge Ark. Wir werden mal gucken, was wir mit den Sarko noch machen werden. Weil der ist ja so dermaßen groß. Das ist ja der übelste Shit. Ist da drüben was? Nee. Okay, naja. Wenn euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat und Batra natürlich und der Sarko, dann lasst doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Schuluhu.